Servus Freunde, wie geht's euch? Hoffe, es geht euch gut. Und an die da draußen, die neu eingeschaltet haben und neu auf meinem Kanal sind, heiße ich auch herzlich willkommen auf meinem hier schönen neuen Kanal. Hoffe, ihr habt Spaß dabei bei den Videos. Heute ist das Thema, wollte ich noch was vorbacken. Und zwar kam meine Mama letztens zu mir und meinte, hier Sohnemann, wir haben doch bald das Zuckerfest, könntest du nicht nochmal so da die letztens, was du gemacht hast, Tiramisu nochmal für uns machen? Hab ich gesagt, Mama, klar, ich kann ja keinen Wunsch abschlagen. Und ja, und dann wollte ich das heute mal machen. Das Grundrezept kennt ihr eigentlich schon. Unter mein vorheriges Video, unter mein bestes Rezept, kann ich euch ja, hier oben einblenden. Einfach mal draufklicken, in der Infobox müsste das sein. Und aber es kommt was Neues dazu, und zwar meinte sie, guck mal, und ich habe noch viel Restpudding, könntest du das nicht noch ein bisschen mit irgendwie Pudding mit hinzufügen und so? Habe ich gesagt, ja klar kann ich das. So, und dann mache ich das quasi so. Ich mache das Tiramisu nach meinem Rezept, so Standard, aber mache aber eine Schicht mit Vanillepudding. So, ich bereite das vor jetzt, spule aber vor, da ihr das schon kennt, und aber mache aber Stopp bei dem, wo ich den Vanillepudding hinzufüge. Und ja, wünsche euch aber viel Spaß dabei. Und das Ganze startet gleich nach einem kurzen Intro. Oh,
fettig. Ja, das war wie gesagt da die eine Stelle, wo ich den Pudding hinzugefügt habe. Das war nur neu. Ansonsten ist das Rezept dasselbe. Nur wie gesagt der Pudding, wo dazu kam. Und meine Mom wird sich auf jeden Fall freuen. Und wie gesagt, wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, verlinke ich euch hier oder da. Ich glaube da. Irgendwo hier oben verlinken gibt es so eine kleine Infobox, wo ihr auf das vorherige Video zurückgreifen könnt. Da ist alles mit Rezept im Detail alles beschrieben für euch. Ihr könnt es gerne nachmachen, entweder so, das klassische nach meinem Rezept oder das mit dem Pudding. Also mir schmecken beide gut, ich sehe da keinen Unterschied. Gut, wer so mehr auf Pudding steht, der kann das mit dem Pudding nehmen. Ist ja auf jeden Fall gut aufgehoben. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt, wer bis zu Ende geguckt hat. Und demnächst folgt noch ein neues Video, Elvis in Gefahr. Und lasst euch überraschen. In dem Sinne sage ich vielen Dank. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten abonniert meinen Kanal. Und in dem Sinne verabschiede ich mich hier und sage Tschüss.